Ja, und man selber kann einfach, ich kann ja nur von mir ausreden, man ist einfach ein Stück gestorben, man lebt nicht mehr richtig, man kann nicht mehr richtig atmen, es geht einfach nicht mehr. Ja, wir saßen hier in der Stube. Tim hatte an dem Tag ja auch seinen letzten Arbeitstag. Und wir hatten alle frei dieses Jahr und freuten uns auf Weihnachten, weil wir diesmal alle auch zu Hause waren. Das ist ja nicht immer bei uns der Fall arbeitstechnisch. Und er kam dann abends hierher und wir saßen hier zusammen in der Stube, mein Mann, Tim und ich. Und da haben sie mich noch so ein bisschen veralbert wegen meiner Musik. Und ja, dann kamen sie halt auf die Idee, dass sie noch so einen Controller für Weihnachten haben wollten, für den Fernsehen, dass sie bestimmte Spiele machen können. Und dann hat er gesagt, er fährt noch los und holt einen. Ja, dann hat mein Mann ihm die Gutscheine gegeben und dann unseren Autoschlüssel, weil sein Auto zu dem Zeitpunkt kaputt war. Da ist ihm jemand hinten drauf gefahren auf der Autobahn. Hat unseren Autoschlüssel genommen und ja, hat gesagt, ich komme gleich wieder. Ist rausgegangen und kam halt nicht wieder. Und irgendwann klingelte bei meinem Mann das Handy und da war die Mutter von dem Marvin dran und hat gesagt, dass die beiden einen schweren Unfall gehabt haben und dass Tim tot sein soll. Was haben Sie in dem Moment gedacht? Also, mein Mann hat es mir in dem so nicht gesagt. Er hat gesagt, wir müssen schnell nach Hause. Die beiden, Tim ist wohl mit Marvin mitgefahren. Die haben einen Unfall und ob wir da hinkommen. Ja, und dann sind wir einfach nur nach Hause und da hat schon der Kopf hat schon gar nicht mehr gearbeitet sozusagen. Man macht dann alles nur noch mechanisch und man reagiert dann schon gar nicht mehr. Es geht alles automatisch. Wir sind dann hier nur rein und haben uns auch erst gedacht, da das Auto ist ja vor der Tür, das ist alles gar nicht wahr, das stimmt ja gar nicht, ne? Weil wir das nicht mitbekommen haben, dass Tim bei dem Marvin eingestiegen ist. Und ja, dann hat mein Mann hier noch gerufen, aber dann war halt nichts. Und dann sind wir losgefahren und haben die Mutter von dem Marvin, weil er hier 3 Häuser weiter wohnt, mitgenommen und sind dann Richtung Edemissen gefahren. Und in Wensen war aber schon abgesperrt, da durften wir gar nicht weiter. Der Autofahrer soll zum einen deutlich überhöhte Geschwindigkeit gehabt haben zum Unfallzeitpunkt. Das heißt, dort, wo er nur maximal 70 Stundenkilometer schnell fahren durfte, ist er weit über 100 gefahren. Das hat ein verkehrsanalytisches Sachverständigengutachten rekonstruiert und auch festgestellt, dass sein Fahrverhalten, als er wegen der Geschwindigkeit in einen Seitenstreifen geraten ist, zu einem Verreißen des Steuers geführt haben muss, was auch unerklärlich ist. Das heißt, zu dem Fahrverhalten müssen noch weitere Umstände hinzugekommen sein, die in diesem Prozess geklärt werden müssen. Also wir wissen definitiv, dass er zu schnell gefahren ist. Aber wir wissen nicht, wie es zu diesem Unfall gekommen ist. Also was ihn dazu bewegt hat, in der Kurve, die man ja gut befahren kann, warum er von der Straße abgekommen ist und dann so einen heftigen Schlenker gemacht hat, dass der Wagen sich dreht. Also zum einen ist die Frage der extremen Lenkbewegung, nachdem er schon bereits von der Straße, von seiner Fahrbahn abgekommen war, die nicht erklärlich ist, allein aufgrund der Geschwindigkeit, so sagt es der Gutachter. Und es kursieren auch Gerüchte, dass der Autofahrer zum einen sowohl das Handy noch benutzt haben soll während der Fahrt, aber auch insbesondere, dass er vor Fahrtantritt noch Drogen konsumiert haben soll.
Das mit den Drogen ergibt sich zwar nicht aus einem Gutachten im Rahmen der Blutentnahme, die natürlich bei dem Autofahrer gemacht wurde, aber aufgrund von Aussagen von Zeugen, die noch unmittelbar vorher mit ihm und auch nach dem Unfall Kontakt hatten. Und aus deren Aussagen ergibt sich das Gerücht, dass er noch vor Fahrtantritt Drogen konsumiert haben soll, die allerdings, weil es chemische Drogen sind, so schnell abbauen, dass sie auch in einem späteren Blutanalysegutachten nicht mehr feststellbar waren. Ja, also dass Marvin Drogen nehmen soll, das ist mir schon lange bekannt. Ich habe es auch selber schon gesehen, dass er da was raucht. Und es ist halt ein offenes Geheimnis, dass er wohl verschiedene Sachen sich, reinzieht oder nimmt, dass er sich einfach verschiedene Sachen nimmt. Und wenn das wirklich so sein sollte, was im Raum steht, dass er eventuell irgendwas genommen hat, tja, dann weiß ich nicht, wie das jetzt so für ihn weitergeht. Weil, wie gesagt, wir möchten gerne komplett alles aufgelöst haben. Und wenn das natürlich der Unfall passiert ist mit Drogen oder durch Drogen, dann müsste ja nochmal alles neu verhandelt und alles aufgerollt werden. Den von mir vertretenen Eltern geht es im Rahmen der Nebenklage jetzt nicht um Vergeltung oder um Rache, sondern sie wollen Aufklärung, sie wollen wissen, was hat zum tragischen Tod ihres Kindes geführt. Und im Zuge dessen werden wir von unserer Seite aus Zeugen benennen und auch Gutachten einfordern, die diese Umstände rückhaltlos aufklären sollen. Alles, was wir bislang gemacht haben oder machen, wir wollen einfach uns damit nicht an den Fahrer rächen. Wir wollen einfach nur richtige Aufklärung und einfach wissen, was passiert ist, warum er sich so verhält, wie er sich jetzt verhält. Und und uns einfach nicht an ihm rächen oder wie manche Leute uns das auch zeitweise so unterstellen, dass wir, dann sagen sie uns, lass doch Ruhe und man kann es sowieso nicht ändern. Aber ich glaube, das versteht niemand, der sein Kind nicht verloren hat. Ja, also unser Leben hat sich total verändert. Es ist sehr, sehr ruhig geworden. Wir vermissen ihn einfach so wahnsinnig, das kann man in Worte gar nicht ausdrücken. Man denkt oft, dass er jetzt müsste er ja nach Hause kommen oder wenn wir spezielle Essen machen, so wie seine Currywurst oder seine Klopse, wenn es die irgendwo gibt oder dann. Und dann denkt man immer einfach, das hat er auch gern gegessen. Ja, und man selber kann einfach, ich kann ja nur von mir ausreden, man ist einfach ein Stück gestorben, man lebt nicht mehr richtig, man kann nicht mehr richtig atmen, es geht einfach nicht mehr. Das ist Timmys letztes Bauwerk, das war sein Wunsch und er hat ganz viel hier dran gearbeitet, also bis ganz spät abends mit seinem Freund und meinem Mann hat er hier geschaufelt und ja, war hier immer fleißig und er hat hier ganz oft drinnen gesessen, als es dann fertig war soweit und hat hier Videos geguckt und dann, er war richtig stolz auf dieses Teil, sein Schwimmbecken. Und ich bin einfach froh, dass ich noch meinen Mann habe und meine Tochter, weil die wir halten schon ganz dolle zusammen und jeder und versucht jeden zu unterstützen, wo es nur geht. Und ich bin halt auch stolz auf meine Familie. Dort wohnen wir und zwei Häuser weiter mit dem hellen Klinker und Marvin. Es ist natürlich schwer, wenn man bei uns aus dem Haus kommt und man weiß, er wohnt drei Häuser weiter und dadurch ist natürlich auch, besteht sozusagen die Gefahr, dass man sich sehr oft begegnet. Es kommt halt vor, weil wir sind auch draußen mit dem Hund oder eben das ist mit der einzige Weg, den man nehmen muss sozusagen. Und es ist öfters, dass wir uns begegnen. Was hat er für Gründe, von da drüben zu Ihnen zu kommen oder an Ihrem Haus vorbeizugehen? Ja, das wüsste ich auch gerne, warum er bei uns so oft, also in letzter Zeit ist es ein bisschen weniger geworden, aber warum er das so oft gemacht hat, also ich kann es Ihnen nicht erklären, ich weiß es nicht.
Also da besteht gar kein Kontakt. Gar nichts. Also für mich ist es wahnsinnig schwer, wenn ich sie sehe, dann gehe ich versuche einfach aus dem Weg zu gehen. Weil wir kennen uns seit Jahren, ich weiß nicht, über 20 Jahre oder so. Und ja, im Stillen hofft man auch, dass sie vielleicht auch zusammen mit dem Sohn mal gekommen wäre oder versucht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Vielleicht auch durch andere Leute. Wir haben gemeinsam gefeiert, wir haben fast denselben Bekanntenkreis. Aber es kommt einfach nichts. Und daher versuche ich, ihr aus dem Weg zu gehen. Weil das tut so weh, wenn man sie sieht und weiß, dass ihr Sohn einfach ganz normal lebt. Er hat seine Prüfung gemacht, gleich im Januar. Der hat ist übernommen worden. So wie wir hören, geht er feiern. Gleich Silvester ist er feiern gegangen. Und wir fahren vom Friedhof und besuchen dorthin. Das Einzige, was gekommen ist, war eine WhatsApp zu meinem Mann und da stand dann drin, hey Haubi, tut mir leid, was mit Tim passiert ist. Das war das Allereinzige, was wir bekommen haben. Ja, an dieser Stelle hier ist unser Sohn am 23.12. als Beifahrer ums Leben gekommen. Ich kann nur halt sagen, dass Tim und Marvin gemeinsam aus Richtung Peine, also Edemissen, hier lang gekommen sind und in der 70er-Zone kurz vor den Leitplanken ist der Wagen von der Straße abgekommen und soll wohl mit einem Ruck wieder auf die Straße gekommen sein, wie auch immer, und soll sich dann gedreht haben und soll seitlich gegen diesen Baum geprallt sein. Also die ersten oder den Abend direkt, wo es passiert ist, klar waren wir auch hier. Und es waren unheimlich viele Jugendliche hier, die hier standen und hatten schon Kerzen angezündet und Sträuße gebracht, Figuren gebracht. Und dann waren halt auch noch ein Teil von den Notarzt zurückgeblieben hier, was man gesehen hat. Und also ich fand, es war einfach nur grausam. Grausam zu wissen, dass hier irgendwo, wo man steht, ja, dein Kind gestorben ist und man nichts machen konnte. Nicht helfen konnte, nicht dabei sein konnte, einfach ganz alleine war. Und an dieser Stelle sieht man ganz viel, dass Tim eigentlich auch recht beliebt war. Die ganzen Dinge, die hier stehen, sind fast alles von Freunden, Bekannten. Ich kenne zum Teil die auch gar nicht, die hier was herbringen. Auch heute immer noch wird zwischendurch was hingestellt. Und hier ist immer recht viel Bewegung. Was man auch so von Bekannten hört, dass hier auch ganz oft jemand abends noch steht und hier Anteil nimmt. Das haben die Jungs gemacht, die Miss Freunde, damit, dann haben die Aufkleber auf jeder hat einen Aufkleber auf seinem Auto, damit Tim immer mit denen mitfährt, damit er immer bei ihnen ist. Ich gehe hier so im Durchschnitt zweimal die Woche, fahre ich hier hin. Und gieße die Blumen, pflanze das alles hier weit neu und sehe zu, dass ich die Dinge, die die Jugendlichen gebracht haben, immer recht gepflegt halten kann. Weil ich finde das sehr schön, dass sie das gemacht haben. Das gibt einen viel, viel Zuspruch und sieht man halt auch Anerkennung an Tim. Und das möchte ich gerne aufrechterhalten. Angeklagt ist in diesem Verfahren eine fahrlässige Tötung. Das heißt, der angeklagte Autofahrer soll durch überhöhte Geschwindigkeit einen Unfall verursacht haben, der dann zum Tode des Beifahrers geführt hat. Zunächst mal ist nur ein Verhandlungstag angesetzt, weil das Gericht davon ausgeht, dass möglicherweise auch durch die Aussage des Angeklagten das Verfahren erheblich verkürzt werden kann. Es ist davon auszugehen, dass er aussagen wird, weil das auch ein wesentlicher Ansatz für ihn ist, sich zu entlasten. Wahrscheinlich wird er aber an den eigentlichen konkreten Unfallhergang keine Erinnerung mehr haben, weil ich davon ausgehe, und das ergibt sich auch aus den Akten, dass er natürlich so eine unfallbedingte Amnesie haben wird und deswegen selbst nicht sehr viel dazu beitragen kann. Das Gericht hat sein Urteil gesprochen. Jetzt werden wir darüber nachdenken, wie wir damit umgehen, und jetzt wird heute hier gar nichts mehr erklärt. Das Gericht hat eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten ausgeurteilt und zusätzlich noch eine Entziehung der Fahrerlaubnis mit einer Sperrfrist von noch weiteren 5 Monaten für den Angeklagten. Damit ist es juristisch aus Sicht der Nebenklage eine Punktlandung und
Vor allem sind meine Mandanten zufrieden, jetzt mit diesem Urteil auch ihr Schicksal insoweit abschließen zu können, wie es zu dem ganzen Geschehen gekommen war. Das Gericht hat sich im Rahmen der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten darum bemüht, aufzuklären, ob tatsächlich Drogen im Spiel waren, so wie es gerüchteweise verbreitet wurde. Und das hätte für den Angeklagten eine Gefängnisstrafe ohne Bewährung bedeutet. Da das Gericht allerdings dazu keine zweifelsfreien Erkenntnisse gewinnen konnte, durfte auch insoweit das nicht zum Nachteil des Angeklagten berücksichtigt werden. Also ich habe das hier zur Kenntnis genommen, seine Strafe. Und die Strafe hätte vielleicht noch ein bisschen stärker sein können. Vielleicht also eben, dass der Führerschein bisschen länger weg gewesen wäre, das wäre für mich besser gewesen. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Gleichzeitig wurde dem Angeklagten aufgegeben, während der Bewährungszeit von 3 Jahren 2.000 Euro an die Landeskasse zu zahlen. Da habe ich nicht mit gerechnet, ne, dass er Bewährungsstrafe bekommt. Also, aber ich weiß gar nicht, ich glaube, die Geldstrafe an sich, die er bekommen hat, die hat ihn mehr getroffen. Also von seinem Gefühlsregung im Gesicht war eigentlich mehr, dass es ihm schmerzhafter ist, dass er noch eine Geldstrafe zu zahlen hat.